So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gelb! Yay! Im letzten Mal haben wir mit Ach und Krach Erika besiegt und ich habe wie angekündigt ein bisschen nachgelevelt. Beziehungsweise ich habe Aquan auf Level 27 hochgezogen, genau wie Pikachu und Parasek. Oder was? Pikachu und Diktri? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Alle auf das Level, das was bisher am höchsten war. Und natürlich Bisasam nachgeholt. Es hat sich leider schon entwickelt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich wollte ja eigentlich die Entwicklung abbrechen, damit wir die Entwicklung im Part sehen, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und ihr seht, ich habe mich bisher nicht für einen weiteren Teamkameraden entschieden, beziehungsweise ich habe es schon, aber ich habe ihn nicht im Team, weil ich ihn noch nicht besitze. Ich habe mich bereits spontan dafür entschieden, als ich schon ein bisschen hier trainieren wollte, welches Pokémon ich ins Team nehme. Nochmal den Zerschneider hier. Wuschka. Und es gibt es hier zu fangen. Wollen wir doch mal sehen. Ja, und ich habe ein paar TMs beigebracht. Übrigens, Parasek hat jetzt Megasauger. Bisa Knosp hat den Body Slam. Und Aquana die Aquaknarre. Da ich nicht wüsste, wann es noch weiter eine Wasserattacke lernt, habe ich ihm lieber schnell etwas beigebracht. Und das ist nicht das Pokémon, was ich hier gehofft habe zu finden. You are entkommen. Komm schon, wildes Pokémon, ich will dich fangen. Yay, und es ist... Ich denke mal, ihr könnt euch schon ahnen, könnt schon erahnen, welches Pokémon das sein wird, welches ich fangen möchte. Nein, es ist kein Habitag. Habitag gefangen? Ich weiß es immer noch nicht, aber da kein Pokéball, das werde ich jetzt mal... Also da das nicht angezeigt wird, werde ich einfach mal vor Habitag fliehen. Irgendwie habe ich gerade im Kopf was... Und da ist es schon! Dodo! Dodo soll unser... temporäres neues Teammitglied sein. Okay, und ich werde es mit Aquaknarre besiegen. Nein, werde ich nicht besiegen, aber schwächen. Alter Schwede. Das war ganz schön mächtig. Aquana haut schon rein. Nun gut, dann wollen wir mal den Pokéball werfen. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe unnütze Items auf die Item-Lagerungssystem gelegt, wie zum Beispiel die Angel, die ich aktuell nicht brauche. Verflix, es hätte beinahe geklappt. Ja, aber beinahe ist leider nicht wirklich funktionell. Insofern werfe ich nochmal einen Pokéball. Yay! Du bist bestimmt... Yay, wunderbar! Du wurde gefangen. Ja, für Dodo wird ein neuer Antrag an Pokédex angelegt. Schön, ein Duo-Vogel. Dieses Pokémon kann nicht gerade gut fliegen. Dafür kann es mit seinen Beinen sehr schnell laufen. Möchtest du Dodo einen Spitznamen geben? Natürlich möchte ich das nicht tun. Und haben wir schon vor allem Fliegen? Wenn ja, dann habe ich sie nicht dabei. Ja, Quatsch, warte, die kriege ich doch hier links. Dann wollen wir doch mal sehen, wie Dodo nicht gut fliegen kann. Stimmt's, Opa? Wie bist du nur hereingekommen? Solide Leistung. Ja, unheimlich schwer, einfach da einen Busch wegzukappen. Ein kleines Bäumchen. So leicht. Beeindruckt man Leute. Du da. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden von, du bekommst doch etwas von mir. Und da ist sie auch schon. Vorm Fliegen. Das heißt, wir haben tatsächlich mal ein Pokémon... Jedenfalls aktuell im Team, welches diese Attacke lernen kann. Schön. Dodo erlernt Fliegen. Schön. So, was kannst du denn aktuell so? Außer fast tot sein. So, zeig mal, was du drauf hast. Okay, Schnabel, Heuler und Fliegen. Na gut. Apropos, ich wollte mal Aquanas Werte angucken. Habe ich mir vorher noch gar nicht gemacht. So, ja. Ein sehr hoher Spätzwert mit 66. Das ist definitiv ordentlich. Stimmt's? Pitak. Pikachu, wie geht's dir eigentlich so? Es singt und tanzt und ist einfach nur fröhlich. Pikachu ist so fröhlich. Was ist denn da oben? Das sieht verdächtig aus. Ich glaube, das ist ein Item, wenn ich da oben hin kann. Werde ich gleich einmal probieren. Okay, und dann können wir auch schon die Spielhalle und ein bisschen bei Team Rocket aufmucken. Okay, ich kann da oben nicht hin. Jedenfalls wüsste ich gerade spontan nicht wie. Oh, wow. Ein wildes Ibitak. Das ist der elegant. Und ich hoffe, ich kann weglaufen. Nein. Kann ich nicht. Autsch. This is going to hurt. Das kann es doch nicht bringen. Nächstes Pokémon einsetzen. Na gut, pass mal auf. Ich werde versuchen, das zu fangen. Aber nur, wenn es bereit ist, einen Donnerblitz zu überleben. Als wenn... Wow, diese Soundeffekte. Oh, es hat einen Donnerblitz nicht überlebt. Zu schade. Wer hätte da damit gerechnet? Außer vielleicht jeder. Wobei, ich hätte es tatsächlich sogar gefangen und später benutzt, wenn es jetzt geklappt hätte. Aber das hat es nun mal nicht. So, dann können wir... Moment. Das dauert mir alles so zu lange. Das geht schon ein bisschen schneller. Dann wollen wir unsere Pokémon heilen. Das arme Dodo. Erster Kampf gleich gegen den Ibitak, vor dem sie davonlaufen kann. Dam, dam. Und wir wollen nichts dafür haben.
Das ist interessant, weil im Training, ich habe versucht, Sandan zu trainieren und Magnetilo kurzzeitig. Habe dann aber gemerkt, also als sechstes Teammitglied, Magnetilo hatte ich dann doch keine Lust drauf, weil es eher so 25 eine Elektroattacke lernt und voll nur Ultraschall und Tackle ist schon ziemlich nervig. Auch wenn ich Magneton liebe und für eins der besten Pokémon halte, aber, also nach rein persönlichen Empfinden meine ich jetzt. Aber trotzdem, und Sandan hat mir auch zu lange gedauert. Das war's. Deswegen habe ich mich für Dodo entschieden, ganz spontan, als ich da über eines gestolpert bin. Und ab ins Team Rocket Versteck. So, da müssen wir mal schauen. Was gab's denn hier nochmal so? Na du da, wie kommst du hierher, Kleiner? Wie ich hierher komme, fragst du mich? Durch die Treppe, die einer von euch hat offen gelassen. So, jetzt bin ich mal gespannt, welches Level die haben. 21. Eieiei. Die Levelkurve ist echt seltsam. Die Trainer in der Arena waren alle ein bisschen strange. Und dann, also niedrig. Und dann kam Erika mit 30 bis 32 und jetzt geht das wieder los. Aber gut, man weiß nicht, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Im Sinne von, ob man das hier zuerst macht oder zuerst Erika. Kann man sich ja für entscheiden. Wir haben Erika zuerst machen wollen. Autsch, das hat verdammt nochmal wehgetan. Und das hat dir ebenfalls ganz schön wehgetan. Schon mal wurde besiegt und Dodo hält ganz, ganz viele Erfahrungspunkte. Und gegen Macholo, da möchte ich natürlich drinbleiben. Denn meine Fliegenattacke wird ihm ganz schön, ganz schön wehtun. Und reicht natürlich für ein One-Hit-KO. Na, reicht schon für ein Level-Up? Nee. Ah, geschlagen. Guck mal, wie viel Erfahrung braucht Dodo denn etwa so für ein Level-Up? Eieiei, okay, noch ein bisschen was. So. Habe ich nur noch. Dafür was auch. Ah, verdammt, ich wollte noch Dingens. Mir die anderen TMs holen von den Mädels auf dem Prismania Einkaufszentrum. Mache ich, wenn ich hier mit der Spielhalle fertig bin und ich es nicht vergesse. Und ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, weil da ist Triplette bei, wie ich gehört habe. Und noch irgendwelche andere guten Attacken. Slash eine andere gute Attacke. Irgendwas Nützliches auf jeden Fall. Du hast Mut, hier reinzuplatzen. Ja, das höre ich öfter. Du musst wissen, ich bin vom Beruf Partycrasher. Und ich crashe gerade eure Party, Team Rocket. Radikal. Ich habe das Gefühl, das wird nichts mit Dodo gegen Radikal. Weil, Alter, es war ein Crit, okay. Damit kann ich schon eher leben. Und, Buja. Jetzt ich aber überleben. Wenn es kein Crit ist, ja, wollte gerade sagen. So. Und reicht das? Jawohl! Ah, du hast auch einen Crit gemacht. Sehr schön, Dodo. I'm very proud. Okay, du bleibst noch kurz drin, aber nicht, weil ich mit dem wenigen KP gegen den kämpfen möchte. Sondern weil wir mal dieser Knosp zeigen. Dieser Knosp-Einsatz. Mit deinem Rutenschlag. Den kannst du mal schön stecken lassen, Freundchen. Komm hier, ich habe einen Rankenheap. Also gleich. Jeden Moment. Ich hätte natürlich auch Bisa Knosp den Ranken hier, den Megasauger geben können, aber ich wollte ihn doch irgendwie lieber Parasect geben. Weil Parasect sowas ähnliches wie Pikachu, es wird wahrscheinlich dauerhaft im Team bleiben, jedenfalls sehr lange. Schön. Wieder Knosp, dann auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte und wir haben Rocket voll verprügelt. Mist versagt. Indeed. Ich muss aber trotzdem aufpassen. Ich habe nicht allzu viele Tränke und ich sollte die vielleicht nicht alle für Dodo verschwenden, beziehungsweise. Nee, das war jetzt im Silvesco-Gebäude. Ich wollte gerade sagen, man kann, findet ja später eine nette Dame, die einen heilt, aber das war gar nicht hier. Immer einen Fluchtseil, falls wir schnell uns verkrümeln müssen, als ob dieser Fall eintreffen würde. Aber es könnte natürlich passieren, gegebenenfalls. Und hier kommen wir gar nicht weiter auf dieser Ebene. Das ist ja voll tricky. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Ebene nach unten. Blopp. Und schauen mal, was es hier noch so gibt. Wie zum Beispiel den Typen. Der Boss sagt, dass Silvesco macht Geister sichtbar. Deswegen wollte er das also haben, ja? Er wollte irgendwie. Nee, keine Ahnung. Was wollt ihr mit Geistern, Mann? Also im Tunnel da hinten. Na, natürlich schon logisch, aber. Was wollt ihr damit, ihr Schmalawina? So. Level 17. Da sollte eine normale Schnabelattacke auch ausreichen, weil du mit deinem Blutsauger garantiert nur zwei abziehst. Nee, sogar nur einen. Habe ich dich doch etwas überschätzt. Aber du hast Attacken ging erstmal grundsätzlich daneben. So, hier an die ganzen First-Gen-Experten mal gefragt. Ist es eigentlich, stimmt es, dass quasi jede Attacke so einen gewissen Grundwert hat und jede Attacke daher daneben gehen kann? Oder kommt mir das nur so vor? Weil ich meine, die Attacken, oder hat ja, gibt es einfach keine Attacke mit einer 100%igen Trefferquote.
I have no idea. So, dann machen wir doch mal ein bisschen hier Blut saugen. Nom, 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 nom. Was man auch immer aus einem Smoggern heraussaugt, das wäre mal interessant zu wissen. Batsch. Und diese 2 KP hole ich mir doch gleich mal wieder, indem ich in, keine Ahnung, du hast ja viele genug Öffnungen da, wo dann jetzt die ganze Rauch rausströmt. Wahrscheinlich, ja, Rauch. Dann wollen wir da nochmal wieder Dodo einsetzen. Der Dodo gegen den Slimer. Ich weiß nicht mal, ob ich Slimer oder Smogmog fangen kann. Auf jeden Fall, eins davon wird ins Team kommen, wenn nicht sogar beide, falls ich sie fangen kann, aber das weiß ich gerade nicht. Magma und Electek und so kann ich hier gar nicht fangen, wie ich mittlerweile weiß. Wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls. Nein! Haha. Gegen volles Rohr daneben, Mann! Njum. So, was haben wir da? Ein weiteres Zubat. Ich glaube, ich werde direkt mit Fliegen angreifen. Die Attacke ist doch schon deutlich stärker als Schnabel. Habe ich zwar auch nur 10 Mal insgesamt. Oder war es 15? Ich habe gerade hingeguckt. Njum. Bam. Aber es ist immerhin ein One-Hit-KO. Oh, noch ein Radikal zum Schluss. Jetzt haut er wieder auf die Kacke, der Typ. Kannst du nicht machen. 15 Mal habe ich es, okay. Und das geht auf jeden Fall auch wieder einen Schnabel ab, weil das sonst wahrscheinlich nicht reicht. Es reicht nicht. Nein, es würde nicht reichen, aber diesem Zusammenhang würde es Nein, würde es trotzdem nicht. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt nicht Ruckzuck-Hieb macht. Hat er nicht. Schön. Oh, Dodo kriegt ja echt gute Erfahrungspunkte. Ich ergebe mich. Ist ja schon gut. No problem! Wow. Oh mein Gott, das ist wahnsinnig langsam. Yeah, you spin me right round, baby, right round, like a ragged baby round. Okay, danke schön. Meine Güte, ist das lahm hier! Was haben wir denn da? Ein Nugget! Ich habe dein Nugget gefunden, das ist ihr Herz allerliebst. Schön, das können wir für teures Geld verkaufen. Für Geld, was Geld kostet. Und auch das, was hier drin ist, werden wir. Oh, ein weiterer Mondstein. Habe ich jetzt 2? Nee, dann war das der erste seit langem. Hatten wir nicht noch einen gefunden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir dann nächstes Mal Nidorino mitentwickeln. Oder auch Pummeluff oder Nidorina. Wir haben noch keine Nidorina. Aber ich kann sowieso alle entwickeln, wie ich mittlerweile weiß. Das ist ja ganz angenehm. So, was ist denn da drin? Hornbohrer. Aber wir haben nichts, was mit seinem Horn bohren kann. Also lassen wir das mal lieber. Aber auf jeden Fall edel, muss man nochmal sagen. So, jetzt wieder ganz langsam. Meine Güte. Und ab geht die Post nach unten. Herz allerliebst. Wo ich gerade so eine Zeitlupe gesprochen habe, fällt mir wieder ein, was wir als Kinder gemacht haben. Ach ja. Wir waren schon ein lustiges Völkchen. Manchmal haben wir uns aufgenommen, wie wir so gesprochen haben. Also ganz langsam auf jeden Fall. Und dann haben wir es quasi mit doppelter Geschwindigkeit und Pitch abgespielt, sodass es dann quasi in der erhöhten Geschwindigkeit Normalgeschwindigkeit war. Aber das klang für uns damals einfach extrem lustig dann. Ja. Was macht man nicht alles für einen Unfug, nicht wahr? Ja, das Lustige ist, ich würde sowas wahrscheinlich auch heute noch tun, wenn mir langweilig ist. Naja. Auf jeden Fall. Und da geht es ab nach oben. Was haben wir da noch Schönes? Red findet den Supertrank. Schön. Wie geht's dir? Okay, Pikachu lässt sich überhaupt nicht beirren von der Umgebung, sage ich mal. Während wir uns jetzt wieder ganz langsam Richtung Ausgang begeben. Okay, und deswegen können wir auch ganz wieder nach unten gehen, damit wir auch wirklich nun ans... Okay, ich hoffe. I'm so sorry. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich, I'm not sorry. Aber ich wollte es auch schon mal gesagt haben. Und ab geht's da drüber. Und dann geht's nach unten. Dann geht's auf diesen Fleck. Wir werden wieder blockiert. Ist das herrlich? Oder ist das herrlich? Es ist wunderherrlich quasi. Oh yeah. Buja. Was haben wir denn da so Schönes? Hier? Funktioniert der? Ah, den Liftschlüssel. Okay. Gibt's Lift und Türschlüssel? Ach stimmt, der Türöffner war in Dingens.
Hier, das Hilfskor-Gebäude und hier was der Liftschlüssel. Irgendwie so, keine Ahnung. Was hast du hier verloren? Nichts. Aber du hast bald was verloren, nämlich deine Ehre, weil du von einem kleinen Kind besiegt wirst. Beziehungsweise, um es ganz exakt zu sagen, von seinem Dodu. Du, 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 Dodu, Dodu, Dodo, Dodu, Dodu. Dem, so hieß die kleine Fee doch von Doremi damals. Oder nicht? Dodo. Also nicht Dodu, sondern Dodo. Ja, das hat mich damals immer sehr verwirrt. Und was kommt als nächstes? Ein Radikal schon wieder. Mensch, eine Begegnung, die wir noch gar nicht hatten hier. Nein, stopp, es tut doch weh. Alter Vater. Das tut ganz schön weh sogar. Und das wird wahrscheinlich nicht mal reichen. Hat eben schon nicht gereicht, nee. Ich benutze den Supertrank. Mein Dodo wird es schaffen. Autsch, das dürfte noch mehr wehtun. Alter Vater, okay. Dodo, nicht, dass ich dir nicht vertrauen würde, aber du hast gute Arbeit geleistet. Lass das jetzt mal Pikachu zu Ende machen. Pika! Bam. Don't do this. Alter, schon wieder ein Crit hier. Wer? Gut. Also Donnerschock und Donnerblitz, ich liebe die Animation hier, voll in die Soundeffekte dabei. Level 24. Müsste sich auch, glaube ich, noch in den 20ern entwickeln. Keine Ahnung, werden wir dann erfahren. Das mache ich mal mit Dictree. Der Ruf von Dictree war ja schon. Der Ruf von Radikal ist eigentlich total stumpf. Es faucht einen an, so klingt sie jedenfalls. Wobei diese Ratte keine Lust hat zu fauchen, denn sie setzt die Attacke K.O.-Gen ein. Dank des Schauflers von Dictree. Schön. Dank des Dictrees Schaufler. So, da haben wir wieder einen Ratzfratz. Das kriegt Dodo vielleicht alleine hin gerade so. Fragezeichen. Ich sollte aber mal langsam ein bisschen die Attacke sparen, also den Fliegen-Move. Batsch, da tackelt er mich. Aua. Das tat weh, Mann. So, immerhin habe ich jetzt noch eine neue Attacke dazu bekommen, den Furienschlag. Der ist vielleicht sogar ab und zu mal ganz nützlich. Müsste man mal herausfinden, indem man die benutzt. Wie wär's damit? Das kann nicht sein. Das kann sein, es ist passiert und es wird auch wieder passieren. Zwar nicht mit dir, aber mit anderen Rockets, also gewöhnt euch schon mal daran. Okay, alles klar. Was finde ich denn hier für Sachen? Außer natürlich ganz viele Trainer. Alarm, Eindringlinge! Ich bin doch kein Eindringling. Jedenfalls, doch, ich bin ein Eindringling. Tut mir leid, aber ich möchte trotzdem versichern, dass ich nur die besten Absichten habe. Ich wollte ihnen einen Telefonservice verkaufen. Genau, das wollte ich tun. Guck mal hier, Furienschlag, der zeigt ihnen alles, was da drin inklusive ist. Hier, Schmerzen, zweimal Treffer und der Aussetzer, der nicht trifft. Alles mit inklusive. Schön, uns jetzt interessiert, kostet nur 300 Pokédollar pro Minute. War mir eine Ehre, mit ihnen Geschäfte zu machen, lieber Rocket Rüpel. War mir eine absolute Ehre. Guck mal, der Furienschlag tut auf jeden Fall das, was er verspricht und haut das Slimer voll an die Wand. Smogon, höhere Verteidigung, aber ich probiere es trotzdem. Mal sehen, wie viel es abzieht. Vielleicht brauche ich einen 3-Hit oder einen 4-Hit sogar. Ja, das sieht eher nach einem 4-Hit-KO aus. Ich versuche es mal mit einem Furienschlag, mal gucken, wie viel der so Schaden macht. Ja, der macht ungefähr den gleichen Schaden. Bisschen weniger, glaube ich, wenn er zweimal trifft. Das heißt, der Furienschlag rentiert sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn Dodo hier wieder mal zu Hochtouren aufläuft und fünfmal trifft. Ich bin ja schwerst beeindruckt, mein Freund. Und der Schnabel, der haut Smogon um. Ach ja, Smogon ist ein tolles Pokémon. Dodo hat auf jeden Fall ganz viele Erfahrungspunkte dafür. Und oh, noch ein Smogon. Another Smogon, beziehungsweise Coffin. Fun Fact, die Seite heißt nur deswegen Smogon.com und nicht Coffin.com, weil Coffin.com schon vergeben war. Und zwar an Pokémon, an Game Freak selbst, weil die sich alle englischen Namen gekauft haben als Domain. Soweit ich weiß. Doch, müsste eigentlich so sein. Habe ich sogar überprüft. Und deswegen Smogon. Warum das Pokémon an sich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob da noch irgendwas Tieferes hintersteckt und man sich einfach gedacht hat, no, Coffin! Die schönen Erfahrungspunkte. Ich konnte ihn nicht stoppen! Red gewinnt auf jeden Fall jede Menge Kohle. Schön mal zu sehen, wenn man die ganze Zeit bei wilden Pokémon trainiert, die so gut wie gar keine Erfahrungspunkte gebracht haben, dass man dann solche Zahlen hier sieht. Ein Hypertrank. Oh yeah. Und das war's schon? Wie? Nix mehr? Weiter hier? Na gut, aber wir haben ja noch eine andere Treppe, die wir als nächstes gehen werden. Und zwar werden wir von diesem Gang nicht mehr viel sehen, allerdings im nächsten Part an. So, vielleicht können wir ja nochmal reinschnuppern.
So, was haben wir denn hier so Schönes? Auf jeden Fall haben wir da schon mal eine Sackgasse. Da unten sind wieder lustige Drehportale. Ich gehe nochmal hier gucken. Okay, da haben wir den Vogel. Nee, nee, nee. Und hier wirklich nur die Drehportal-Dinger. Okay. Ich will wissen, was dort ist. Den hauen wir noch um. Schön, dass du im Anmarsch bist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Denn die Ohren, die haben Wände. Moment, die Wände haben Ohren. Die Ohren haben Wände? Ja, die Innenwand der Ohren. Genau, die meinte ich natürlich. Da ist ein Macholo. Der möchte bestimmt mal Bekanntschaft mit meinem Schnabel machen, nicht wahr? Und es reichte tatsächlich nicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber der Kaserschlag kann ich auch nicht, habe ich gehört. Trotz Crit. Ja, ist wohl die Wahrheit. Da hat er nicht gelogen, wie auch immer das erzählt hat. Super effective, sehr schön. Dodo reicht Level 25. Nice, nice, nice. Und was haben wir da? Ein weiteres Macholo. Und da das der normale Schnabel offensichtlich nicht ausreicht, kriegst du sogar die Ehre von Dodo weggefliegend zu werden. Ja, genau so sagt man das. Schön. Und was verloren? Auf jeden Fall, my friend. Du hast verloren und wirst immer wieder aufs Neue verlieren. Oh, TM10. Gut, dass wir ja lang gegangen sind. Da werden wir im nächsten Part diese lustigen Gänge hier abgehen. Also diesen. Aber ich möchte trotzdem wissen, was das ist. Diese sagenumwobene TM10. Risikotackle. Eieieiei. Das sind aber harte Geschütze langsam, my friend. In der Tat. Das spare ich mir mal auf, weil ich weiß jetzt nicht, wen ich das geben soll. Äußerst mächtige Attacke. Okay, Leute. Pikachu ist happy, wie immer. Und ich würde sagen, das war erstmal Pokémon Gelb für heute. Im nächsten Part machen wir dann im Rocket-Unterschub weiter. Bis dahin, ciao.